Wenn ein rosa Kaninchen David Hasselhoffs für Arme oder möchte gern Bonanzas auf einer Strandpromenade zusammenkommen, dann kann natürlich nur die Rede vom Ballermann sein. Die bezeichnen mich hier alle als cooler Magger. Einmal in Mallorca! Also hier ist es nicht peinlich. Warum hier alle so aussehen? Wir haben das gecheckt und starten mit Kategorie Nummer 1. Die mit Verkleidung. Man findet sie hier, soweit das Auge reicht. Menschen, die irgendwie nicht wahrhaben wollen, dass eigentlich kein Karneval ist. Und als würde das Kostüm alleine noch nicht reichen, verinnerlichen sie ihre Rolle auch noch voll und ganz. Oha, da bekommt David Hasselhoff ja ganz harte Konkurrenz. Aber warum macht man das hier am Ballermann? Gucken immer alle so ernst und die ganzen Deutschen immer so grießcremig und keine Ahnung. Da läufst du hier lang, machst ein bisschen Spaß, da freuen sie sich alle und du kannst saufen und dich freuen. Und man wird halt mit diesem Outfit immer angesprochen. Warum? Die Leute brauchen halt auch immer Hilfe. Ne? Wir helfen halt auch gerne. Mund-zu-Mund-Beatmung gehört zu unserem guten Ton. Ja, und so eine Boje braucht so eine Mund-zu-Mund-Beatmung natürlich besonders. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Check. Immerhin haben sie eine Mission, was man bei diesem Kandidaten hier irgendwie nicht so behaupten kann. Ich kann jedem nur ein Hasenkostüm empfehlen, weil es kühl ist. Es brennt nicht, die Sonne brennt nicht so sehr. Ein rosa Hasenkostüm und du fühlst dich wohl. Würdet ihr so einen Typen auch daten? Na klar doch. Wie kannst du im Sack kaufen? Du siehst ja gar nicht, was da drin ist. Da hat sie wohl nicht ganz unrecht. Weiter mit der nächsten Kategorie. Männer in pinken Shorts. Hierzulande sieht man sie nur noch selten. Der Ballermann hingegen ist das Ballungsgebiet der Männer in rosa und pinken Hosen. Warum ausgerechnet pink? Oh, die Farbe fand ich eigentlich ganz schön. Da hab ich gedacht, ja, warum nicht, gell? Schicke Farbe dieses Jahr, ne? Im Moment ist das in. Ja, hat was. Der nächste Kandidat sieht das allerdings komplett anders. Hier kommt die Kategorie, verdammt, ich habe eine Wette verloren. Ja, wer kennt das nicht? Einmal falsch gesetzt und schon kommt die Strafe. Er trägt eigentlich gerne schwarz wie sein Kumpel links, aber das war leider ausverkauft. Ich habe leider eine Wette verloren, darum muss ich halt das ansehen. Welche Wette möchte er uns nicht verraten? Dafür aber diese junge Dame aus Holland. Ihre Leoparden-Cap trägt sie nicht ganz freiwillig. Das ist eine Wette. Wenn ich diese Cap die ganze Woche lang trage, bekomme ich eine Kiste Bier. Deswegen trage ich die. Die einen müssen es halt tragen, die anderen machen es freiwillig. Hier kommt die Kategorie nicht ohne mein Accessoire. Handtasche, Rucksack, Cappy, das ist ja so von gestern. Das It-Accessoire am Ballermann ist das aufblasbare Pferd. Das ist eine wilde Zucht aus England und die sind sehr begehrt am Ballermann. Die heißen Ferdinand. Ferdinand, aber mit PF. Ferdinand. Aha, aber mal ehrlich, warum trägt man das? Weil wir alle wilde Hengste sind. Richtig, richtig wilde Hengste. Gähn, ja, voll. Auf dann, Pferdegespann. Wir suchen weiter und dieses Mal werden wir gefunden. Oh, der Kameramann noch mal in die Pfeife hier. Dr. Fummel ist auch unterwegs hier. Schön aufnehmen in die Kamera und dann machst du TV davon. Hilfe, was ist das bitte für ein Hut? Du kannst nicht in einem normalen T-Shirt rumlaufen, beachtet mich keiner. Aber wenn ich hier Doktor rumgehe, hast du viel Spaß, ne? Halleluja. Gibt's hier eigentlich auch ganz normale Outfits? Vielleicht in der nächsten Kategorie. Die Zeit fürs Urlaubsoutfit-Girls. Häkeltops, leichte Kleidchen, bauchfrei. Frauen kaufen und tragen im Urlaub häufig Mode, die sie zu Hause nie anziehen würden. Urlaubsfeeling halt. Ein blumiger Hippie-Einteiler ist ein gutes Beispiel. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Einteiler, also ich kann es jetzt nicht so figurbetont, dass es dann für Männer nicht so attraktiv ist wie zum Beispiel ein bauchfreies Oberteil mit einer knappen Hotpan. Aber ja, ich finde, am Strand geht das eigentlich ganz gut. Ja, am Strand ist halt irgendwie alles erlaubt. Und das ist ja auch das Schöne. Dennoch, die Ballermann-Strandpromenade ist und bleibt wohl eine der skurrilsten. Aber immerhin wird's hier so garantiert niemals langweilig.